Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu SnowRunner. So, wir düsen los. Wir sind in White Valley und müssen nach Bergfluss. Wir haben das nach rechts, ne? Was? Ich schaue mal nochmal ganz kurz auf die Karte, aber ich glaube, ich bin richtig. Hier die Brücke repariert. Die Brücke funktioniert. Und Bergfluss, ja. Okay, ist jetzt unnötig weit, aber ich dachte, wir hätten in Bergfluss auch eine. Aber den war nicht so. Also müssen wir jetzt halt doch so nochmal eine etwas weitere Strecke fahren. Aber ist schon okay. Das kriegen wir hin. Der Tank ist voll, die Karre ist repariert. Die Karre repariert, die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Da wird die Richtung nach Bergfluss repariert. Okay, hier ist noch nicht so glatt. Hey, ihr Vögel! Wie er ausholt, um zu hupen. Ah, ein Vogel fliegt weg. Fliegt in den Ball hinein. Jo, jetzt hat er gehupt, ohne dass man was gesehen hat. Lustig, die Vögel, die verschwinden einfach. Die fliegen rum und dann sind sie weg. Solche seltsamen Vögel. Komische Vögel. So, kann sie nur noch um Stunden handeln. Und dann müssen wir auch erstmal wieder da runterkommen und den Hänger da auch noch irgendwie rausziehen. Weil den würde ich schon ganz gern wieder mitnehmen. Nach Nordhafen. Die zucken der Hand. Oh ja, und sonst so. Ach, da ist unsere Leitplanke wieder. Ja, ich meine, Versuch war es wert. Hätte ja auch sein können, die berstet und wir können da einfach durchfahren. Die sah so niedergeprügelt aus. So einfach ist, dass man direkt an der Brücke rüber kann. Das hätte ich natürlich nicht gedacht. Da hätte ich das Spiel für ein bisschen schwerer eingeschätzt. Aber ich wurde ja schnell eines Besseren belehrt. Ach ja, einsam ist das Leben eines Truckers. Der wird halt nicht mal den Berg runter schneller als 30 km/h, ne? Nicht mal, so 25 km/h ungefähr. So zwischen 25 und 30 km/h fährt der. Das ist schon sehr langsam. Was war das? Hat er eben die Tür zugemacht?
Ja, jetzt braucht er auch ein bisschen mehr Sprit, wenn es hier die ganze Zeit so den Berg hoch geht. Ach, jetzt sind wir hier, wo die scharfe Kurve ist. Ah. Interessant. Moment mal. Hoch. Oh. Moment. Das ist doch ein Hochgang, ja. Ein höher Geschwindigkeitsgang. Aber Drehzahl war gerade zu niedrig, so niedrig, dass uns der Motor abgestorben ist. Ist mir gerade so aufgefallen, so das Getriebe da. Aber es passiert halt nichts, ne? So, ab nach Bergfluss. Ja. Ja, ist okay. So, dann müssen wir jetzt hoch. Hier wieder hin. Und da gehen wir mal hier drüber. So. Ich muss nach links, ne? Jetzt wird es dann auch langsam wieder dunkel. Das ist kein schneller Gang, das ist irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall kein schnellerer Gang. Außer vielleicht hier, wenn es irgendwie den Berg runter geht oder so. Aber bringt uns ja nichts, wir wollen ja schneller fahren und auch schneller beschleunigen. Und nicht nur schneller rollen lassen. Also wenn wir machen es so, wenn wir nochmal hier über Bergfluss nach White Valley müssen, dann repariere ich die Brücke. Aber wenn wir jetzt keine Mission mehr in White Valley haben, oder hier in Bergfluss, wo ich über die Brücke muss, dann lasse ich das so und fahre dann immer hier unten rum. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder so. Also drüben sind wir schon mal, den Hänger, den ziehe ich dann mit der Winde rüber. Das müsste eigentlich von hier gehen. Ja. Lastgang rein. Der Hänger kommt schon nach. Ich ziehe einfach mal. Sehe ich nur hier nichts, wo es lang geht. Ach, guck mal, da ist er schon. Da ist er schon.
Jetzt ist er dran. Okay. Hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt tuckern wir hier hoch. Ganz langsam. Langsam und behende. Ich sag ja, wo ein Wille ist, man darf halt nur nicht ins falsche Loch reinfahren. That's what she said. Reinfahren. So. Und ab nach Nordhafen. Nach Nordhafen. Ja, ist gut. Szene überspringen. So. Blackbird. Bau der Talpipeline. Lieferung zur Pipeline-Anlage White Valley. Der Pipeline geht gut voran, aber es gibt immer noch viel zu tun. Bei dem nächsten Abschnitt könnten wir deine Hilfe gebrauchen. Du kennst das schon. Bringe die Materialien zur Baustelle und wir kümmern uns um den Rest. Übergroße Fracht. Kann ich hier auf die globale Karte nach Bergfluss oder nach White Valley? Und hier auch übergroße Fracht finden. Hier leuchtet alles. Holzplanken. Mittelgroße Rohre. Okay, das kapiere ich gerade nicht. Hä? Nordhafen. Entdecke Pedro Bay gesperrt. Hier ist gesperrt. Ach, hier war das. Bau der Talpipeline. Das muss alles. Die Sachen kriege ich hier. Überall. Aber ich kann nicht nach. Ich kann da nicht nach White Valley. Da ist zu. Also. Offroad Truck empfohlen, Sattel hoch erforderlich. Lieferung zum Flugplatz White Valley. Bordturm Bergungslader. Und wo ist der? Hey, das sind alles so White Valley Dinger. Das ist doch kacke. Und vom Land aufs Wasser ist auch White Valley. Ich will nicht nach White Valley. Ich muss über Bergfluss nach White Valley. Das ist voll der Aufwand. Okay, scheiß auf Blackbird. Morrison Mining. Bohrausrüstung. Zum Bohrplatz. Haben wir Bohrausrüstung. Die gibt's da unten. Ja. Was haben wir noch? Das sind auch nicht so viele hier. Und Morris und GR Enterprises. Okay, das sind schon ein paar mehr. Ölfass lief. White Valley. Wasser. White Valley. Berglabyrinth. Oh, Bergfluss. Lieferung ins Dorf. Bergfluss. Ölfass. White Valley. Das hatten wir schon.
mal Duell. Nachschub Sägewerk. Du musst auch noch beeinflussen. Lieferung für den Bohrplatz. Ein Frachtcontainer. Und mittelgroße Rohre. Frachtcontainer. Neuer Bohrplatz ist eingerichtet. Du scheinst der Auserwählte zu sein. Auserwählt, um die Situation zu retten und Material zum Bohrplatz zu bringen. Als ich jünger war, habe ich das alles selbst besorgt. Doch die alten Knochen wollen nicht mehr. Also los. Die alten Knochen wollen nicht mehr. So. Also der Frachtcontainer gibt es am Hafen. Und die Rohre gibt es hier an dem Lagerhaus. Und der Bohrplatz ist in der Mitte. Und wir stehen hier. Also zuerst mal die mittelgroßen Rohre. Das heißt, wir fahren hier lang. Und dann 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 sind wir beim Lagerhaus. So machen wir das. Achso, ich sollte die verfolgen eventuell. Sonst sehe ich hier immer nur noch die dämlichen Stromleitungen. Was war das? Nein. Hier, Lieferung für den Bohrplatz. Annehmen. Verfolgung starten. So, die Zeit auf 6 Uhr morgens. Und los geht's. Licht machen wir an. Ist schon ganz schön zugeschneit hier. Die Kiste oben, Schnee auf dem Dach drauf. Weil wir hier so lange gewartet haben und da in der Map rumgepudelt. Habe ich mir hier keinen gesetzt? Nein? Okay. Aber ich fahre wieder so. Das sollte ja jetzt nicht großartig spannend werden. Und hier muss ich ja nicht rückwärts fahren oder so. Hier können wir schon so fahren. Das, wie gesagt, empfinde ich das Spiel als wärmer. Ich kann mir hier richtig schön vorstellen, wie aus den Lüftungsdüsen hier die Wärme strömt. Und warme Luft ist gerade, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Es ist ja draußen jetzt auch gerade wieder etwas frostiger, aber es soll ja wieder wärmer werden. Im Frühling. Da wird es dann wieder wärmer. Ich hoffe mal schon vorher. So, kommen wir ja bisher ganz gut durch. Hier ist nochmal Schlammschlacht angesagt. Aber unser guter Azov, der zieht dadurch wie nichts. Schalten wir einen zurück, ist vielleicht besser, als sich hier in einem dritten abzuquälen. Man, vielleicht bleibst du ja einfach mal im ersten. Hast doch die Rumschalterei da.
jetzt kannst du wieder. Kannst du wieder Gas geben. Ja, ab und zu kommen mal so eine Schneeflocke in die Kabine rein, durch die Scheibe. Ah, kann passieren. So, jetzt sind wir hier an diesem Holzding. Jetzt müssen wir da hinten noch hoch. Und dann runter. Und dann rechts. Und dann nach links und dann wieder hoch und runter. Ah, schön, wie der Schnee glitzert. Gut, ist auch noch alles gut. Sehr schön. Ja, so ist das. Wunderbar. Ich glaube, ich muss echt irgendwann mal wieder ein ETS zocken. Euro Truck Simulator. Lastgang oder geht's so? Das ist der vierte, das ist nicht gut. Wir müssen eh da nach rechts. Hier so. War ich eigentlich richtig? Ich hoffe mal. Aber da war ja, ja genau, da war ja mehrmals Wasser über die Straße. Hier hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch ein bisschen ein Problem, deswegen bin ich ja immer in Lastgang. Ganz eingeschlagen, aber er fährt irgendwie mehr so geradeaus als dahin, wo ich eigentlich will. Aber klappt schon. Wundert euch nicht, wenn ich wenig erzähle, das ist schon wieder echt spät. Oh, und die Folge ist ja auch schon wieder echt lang, sehe ich gerade. So, dann holen wir uns noch Sachen. Mittelgroße Rohre soll ich? Jawohl. Auf den Anhänger oder auf den. Ja, die mache ich auf den LKW. Da passen sie ja drauf, oder? Ja, ganz genau. Wunderbar.
So, verladen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Time to Play SnowRunner. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.